Willkommen auf der Welt. Hebammen begrüßen ein neues Baby im Geburtshaus Freiburg. Das verliert für mich einfach nicht seinen Zauber und sein Wunder. Ein Team engagierter Frauen hat um diesen Ort für selbstbestimmte Geburt gekämpft. 3 Jahre lang. Es war ein steiniger Weg. Es hat einfach viele, viele Stunden, Gespräche und Türen, Klinkenputzen gebraucht. Ein spezieller Ort, um Frauen und Familien vom Beginn der Schwangerschaft bis ins Wochenbett liebevoll zu begleiten. Dafür gingen die Hebammen hohe Risiken ein. Sie nahmen Kredite auf und kündigten sichere Festanstellungen und konnten so ihre Vision wahrmachen. Wenn ich sehe, mit wie viel Stolz sie auf ihr Baby und auch mit wie viel Wunder sie auf ihren eigenen Körper schauen, das finde ich einfach ganz besonders schön. Darf ich meine Hände einmal auf deinen Bauch legen, um eurem Kind guten Tag zu sagen? Okay. Hallo da drin. Risikoschwangerschaften können im Geburtshaus nicht aufgenommen werden. Eventuelle Probleme werden zuerst beim Frauenarzt ausgeschlossen. Dann übernehmen die Hebammen. Isabella hat schon ihr erstes Kind an ihrem vorigen Wohnort in einem Geburtshaus bekommen. Sie ist froh, dass es in Freiburg auch eins gibt. Das entspricht der Schwangerschaftswoche und passt zu dem Wachstum davor. Also ein passend zur Schwangerschaftswoche entwickeltes Baby, dürfen wir da drin vermuten. Ein magischer Augenblick. Nach hinten, aber lässt sich gut einfangen. Das finde ich mitunter einen der schönsten Momente tatsächlich daran, wenn man, weil es ja doch so ein Zeichen ist, weil es ist lebendig, es ist da. Und so eine Schwangerschaft ist ja immer, einerseits spürt man die Veränderung, also dadurch, dass sich das Kind bewegt und so, aber andererseits sind ja nicht unbedingt alle Sinne daran beteiligt. Und da, ja, gerade es auch mal zu hören, macht das irgendwie noch mal ein bisschen realer. Für uns ist einfach in der Schwangerenvorsorge, natürlich sind diese medizinischen Parameter wichtig und dürfen nicht aus dem Blick verloren gehen. Aber uns ist mindestens genauso wichtig der persönliche oder der zwischenmenschliche Kontakt, der Austausch eben, dass die Paare sich hier wohlfühlen, dass sie den Ort kennenlernen, dass sie ein Gefühl für die Menschen bekommen, die hier arbeiten und auch andersrum. Und genau das ist für Isabella das Wichtigste. Sehr schön. Die Entscheidung für das Geburtshaus hier war ja, dass man weiß, wo man hinkommt, wer einen erwartet, dass einem ganz viel Sicherheit eigentlich mitgegeben wird. Bereitschaft rund um die Uhr. Außerdem hat Sarah eine Familie mit 3 kleinen Kindern. Tatsächlich gibt es Tage, wo ich darüber nachdenke, ob ich diesen ganzen Schlafmangel realistisch jemals in meinem Leben wieder aufholen kann. Aber man richtet sich irgendwie ein. Nach Jahren kommt man mit immer weniger Schlaf zurecht. Müssen wir gleich noch Lagebesprechung machen für heute? Ja. Sarahs Mann Michael hält seiner Frau seit Gründung des Geburtshauses den Rücken frei. Anders geht es wegen Sarahs Rufbereitschaften einfach nicht. Das Besondere an unserem Alltag ist einfach, dass ich, also ich habe gerade zum einen für das Geburtshausdienst noch bis 8 Uhr. Der geht jetzt zu Ende und ich habe aber eben auch Rufdienst für Hausgeburtsfrauen, wo ich in Dauerrufbereitschaft bin. Das heißt, immer bei jeder Planung kann es sein, dass sie komplett über den Haufen geworfen wird. Und wenn eine Geburt ist, dann muss alles umgeplant werden. Da die meisten Geburten mitten in der Nacht stattfinden, tagsüber aber die Kinder zu betreuen und viele Termine im Geburtshaus zu erledigen sind, muss Sarah mit ihren Kräften haushalten. Ich merke einfach, ich bin nicht mehr Anfang 20, dass ich jetzt eine ganze Nacht durchmachen kann. Und dann den Tag einfach weiterarbeiten kann. Das funktioniert nicht mehr. Ich muss einfach gut auf mich aufpassen. Teambesprechung im Geburtshaus.
Die Frauen entscheiden basisdemokratisch über alle Fragen. Jede der Hebammen hat ihre eigenen persönlichen Gründe, sich einen alternativen Ort zur klinischen Geburt zu wünschen und dort zu arbeiten. Bei Sarah waren es ihre eigenen Geburten. Ich habe damals dann die Hebamme kennengelernt, die Hausgeburtshebamme, die uns dann letzten Endes bei allen drei Schwangerschaften und Geburten begleitet hat. Und da ist meine Begeisterung einfach entstanden. Das war für mich was ganz Besonderes, über die eigene Schwangerschaft und Geburt eben erleben zu können, wie es auch gehen kann, abseits der Klinik. Ich habe gemerkt, das ist für mich das, was sich am stimmigsten und am sichersten anfühlt. Und habe auch gemerkt, okay, Mist, jetzt habe ich das erlebt. Ich kann jetzt auch gar nicht wieder zurück in die Klinik. Und seit 2022 ist es da, das Geburtshaus Freiburg. Wir sind hier im Herzstück unserer Immobilie. Wir haben, als wir hier begonnen haben, die Immobilie zu besichtigen, im Leerzustand, lange überlegt, was wir jetzt eigentlich mit diesem vielen Raum machen sollen. Und letzten Endes ist aber ein richtig schöner Begegnungsort draus geworden und steht ein bisschen für das, was das Geburtshaus eben auch sein möchte, dass man sich hier aufhalten kann, dass man sich wohlfühlt. Hier haben wir unseren Walk of Fame, das Geburtshaus. Auf expliziten Wunsch aller Familien, die wir betreuen, haben wir eben jedes Kind hier verewigt, das hier zur Welt kommt oder zur Welt gekommen ist. Und das ist wirklich ganz schön zu sehen, wie das eine Anlaufstelle ist. Viele Familien, wenn die zu neuen Terminen ins Geburtshaus kommen, laufen als erstes hier zu unserer Wand, um zu gucken, wer zwischenzeitlich hier das Licht der Welt erblickt hat. Genau. Ja. Hier sind wir jetzt in einem der beiden Geburtsräume angelangt, der tatsächlich ein bisschen der Publikumsmagnet geworden ist durch die große freistehende Gebärwanne. Also viele, viele Kinder, die hier im Geburtshaus geboren werden, kommen im Wasser zur Welt, weil das Wasser einfach unser wichtigstes physikalisches Mittel ist, um eben bei Geburtsschmerzen einfach unterstützend zu helfen. Die Bilder stammen von der Geburtsfotografin Isabel Steinert, die auch Mitbegründerin des Hauses ist. Dort hat sie jetzt ihr Büro eingerichtet. Clara Schmitz hat ein Geburtsshooting bei Isabel bestellt. Bis zum Termin dauert es nicht mehr lange. Sie kommt zu einer letzten Vorbesprechung. Die Bilder sollen eigentlich zusammen mit ihrem Partner sein. Doch noch bangt sie, ob er zur Geburt kommen kann. Ich wäre glücklich, wenn ich Bilder hätte, die zeigen irgendwie, dass es ein kraftvoller Moment war und dass die mich irgendwie nicht irgendwie in Schmerz oder so zeigen, sondern in Energie. Geht ja jetzt schon auch darum, ob er dann auch pünktlich schon da ist. Gell? Das heißt, es gibt ja auch unterschiedliche Varianten, wie die Bilder aussehen können, ob er da mit drauf zu sehen ist. Absolut. Das hoffen wir natürlich. Ja, eventuell sieht man dann auch statt ihm meine Mutter. Das kann auch sein. Die junge Frau wartet seit Wochen auf den Vater ihres Kindes. Clara ist Biologin und hat längere Zeit auf Forschungsreisen in Südamerika verbracht und sich dort verliebt. Mein Partner, der Vater meines Kindes, ist Ecuadorianer und er lebt auch zurzeit noch in Ecuador. Und wir sind gerade dabei, das Visum zu beantragen, beziehungsweise es ist beantragt, aber muss eben noch bewilligt werden. Und so lange heißt es jetzt warten. Und das ist natürlich ein bisschen eine Sondersituation und ein bisschen auch eine anstrengende Situation, weil ich eben einfach noch nicht mit Gewissheit sagen kann, wann er kommt. Und da ich ja auch nicht weiß, wann das Kind kommt, ist es eben spannend und könnte es sein, dass das Kind sogar vor seinem Vater kommt. Die Herzlichkeit und die familiäre Schwangerschaftsbegleitung im Geburtshaus erleichtern ihr die Situation. Ich bin im Geburtshaus angekommen und wurde genauso, wie ich gekommen bin, angenommen und respektiert und ernst genommen. Und ich denke, es gibt viele Leute, die in Situationen sind, in familiären Situationen, die nicht genau dem entsprechen, was in unserer Gesellschaft als Norm gilt. Und gerade wenn man Kinder bekommt, habe ich das Gefühl, dass da der Druck noch mal höher ist, genauso zu sein, wie Menschen sich das vorstellen.
Und ich denke, im Geburtshaus habe ich diesen Druck nie gespürt. Also da kommen ganz unterschiedliche Frauen in unterschiedlichen Situationen, so wie ich jetzt eben auch, mit der Ungewissheit, wann der Vater kommt. Und trotzdem habe ich nie irgendwie das Gefühl bekommen, dass irgendwas an unserer Situation nicht genauso richtig ist, wie sie ist. Wird Claras Partner rechtzeitig da sein? Noch sind es 4 Wochen bis zur Geburt. Geburtsvorbereitungskurs. Die Hebammen bieten Vorsorge, Betreuung und Kurse unter einem Dach. Luise und ihr Partner werden zum ersten Mal Eltern. Gar nicht viel machen, der kann auch wirklich nur einfach in der Ecke sitzen. Aber rein eure Anwesenheit bringt den Frauen schon unglaublich viel. Was ganz, ganz viele Frauen total entspannt finden, was fürs Becken auch genial ist, ist dieses auf dem Ball sitzen und so kreisen das Becken. Das ist eine Übung, die ihr immer wieder machen könnt unter Geburt. Luise und ihr Partner legen viel Wert auf ein gemeinsames Erleben der Schwangerschaft mit Selbstbestimmung. Sie haben sich deswegen fürs Geburtshaus entschieden. Weil sie so drückt, genau. Allerdings ist noch nicht klar, ob das dort auch klappt. Die letzte Untersuchung hat ergeben, dass unser Baby in Beckenendlage liegt, das bedeutet quasi ja mit dem Kopf nach oben, und das ist quasi ein Verlegungsgrund im Geburtshaus. Das bedeutet, ich müsste in der Klinik vielleicht gebären, aber bis jetzt ist da noch ganz viel Zeit, das Kind kann sich noch drehen, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass eine äußerliche Wendung irgendwie erfolgt. Aber ich muss mich jetzt schon mal damit auseinandersetzen, eventuell in der Klinik zu entbinden und auch, was das natürlich für mich bedeutet. Wenig später, die nächste Geburt. Sarah musste mal wieder alle Pläne für diesen Tag umwerfen. Ich habe eben heute ab 8 Uhr morgens planmäßig Rufbereitschaft. Und das bedeutet, dass ich dann in Windeseile einen Termin, ein Hausbesuchen für heute absagen musste, Bescheid geben musste, dass wir die Termine verschieben. Diese Frauen, die wissen jetzt gerade auch nicht genau, ob ich später komme oder morgen, weil ich ihnen das zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen kann. Und die haben dafür aber Verständnis. Die wissen, dass ich für ihre Geburt genau das Gleiche dann tun werde. Entschuldigung. Ist da. Ja. Guck mal da. Geschafft. Ja, das schreit ja auch ganz. Ja. Ganz süßer kleiner Junge geboren. Die Familie ist erschöpft und möchte nicht gefilmt werden. Aber wieder ein Name mehr auf dem Walk of Fame. Und es werden noch viele folgen. Eine Woche später holt Sarah ihre verschobenen Termine nach. Zusätzlich zum Geburtshaus betreut sie Hausgeburten. Das bedeutet auch noch weitere Rufbereitschaften. Und zwar nicht gerade um die Ecke. Sarah ist die Schwarzwald-Hebamme. Ich weiß es von den Hausgeburtshebammen zumindest, dass jetzt gerade nicht mehr viele oder ich glaube wirklich außer mir keine mehr diesen Radius hat. Also eine Stunde, anderthalb in Richtung Schwarzwald hochfährt. Und mir persönlich ist das aber ein bisschen ein Anliegen. Sarah möchte auch Frauen in abgelegenen Regionen die Möglichkeit einer Hausgeburt geben. Dafür fährt sie lange Strecken, zum Teil auch bei Schnee oder in der Nacht. Wie schafft sie das alles? Ich ziehe meine Kraft einfach aus der Freude an der Arbeit und aus der Freude an meinem Familienleben. Ich mache beides gern. Ich verzweifle manchmal daran, dass ich nicht 200% sein kann. Also ich kann nicht 100% arbeiten und 100% Mutter sein und Hausfrau vielleicht auch noch. Daran verzweifle ich manchmal, aber das ist einfach mein persönliches Thema, dass ich einfach da auch nach hohen Idealen strebe. Aber dann
Ja, gibt es halt immer wieder diese Momente in meinem Arbeitsleben, die mich so erfüllen, dass ich einfach merke, okay, das lohnt sich. Sarah ist auf dem Weg zu alten Bekannten. Die Familie in St. Blasien hat bereits eines ihrer Kinder durch Hausgeburt mit Sarah entbunden. Hallo, guten Morgen. Hi, Vicky. Breitert, gell? Hallo. Hey, Vicky. Lange nicht gesehen. Ja. Schön, dass du dir Zeit nehmen konntest heute. Ja, ich bin erst gekommen. Nach zwei Jungs erwartet das Paar diesmal ein kleines Mädchen. Platz ist ja reichlich hier. Ja. Möchtest du noch ein Kopfkissen vielleicht haben? Oder die Decke? Ein sehr aktives, wie man sogar jetzt schon sehen kann. Die großen Brüder in die Tasche stecken. Hm? Bestimmt. Ich bin gespannt. Ja. Also wir haben auf keinen Fall den Kopf hier oben. Das ist die gute, also die beste Nachricht jetzt. Sie liegt auf jeden Fall mit dem Köpfchen nach unten hier oben. Kuschelt sie den Po so richtig in die Hand, gell? Ja. Das ist schön. Aber das macht sie normalerweise auch nicht. Normalerweise ist sie auf der anderen Seite. Sie muss sich gerade auch wieder anders gekuschelt haben. Ein paar Tage später. Es ist soweit. Clara bekommt ihre kleine Tochter. Und der Vater ist dabei. Er hat's geschafft. Ganz knapp. Sie kriegt die Wasser in den Mund. Bei Luise ist es jetzt bald soweit. Sie bereitet sich zu Hause in aller Ruhe auf die Geburt vor. Wird die nun im Geburtshaus stattfinden können? Wir haben wenige Wochen später die freudige Nachricht bekommen, dass sich das Baby gedreht hat. Dass es schon mit dem Köpfchen richtig im Becken liegt und sich auch wahrscheinlich auch nicht mehr drehen wird. Das kann ja auch immer wieder passieren. Genau, deswegen sind wir guter Hoffnung, dass es auch so bleibt. Wir sind heute in der Schwangerschaftswoche 37 plus 0. Das bedeutet, das Baby ist jetzt offiziell kein Frühchen mehr und es ist ja auch eine Voraussetzung, dass ich ins Geburtshaus gehen kann, wenn ich Wehen habe. Das bedeutet, jetzt steht dem auch nichts mehr entgegen. Schön, dass wir da sind. Schön, dich zu sehen. Das ist Wistern. Ach so, ihr kennt ja schon. Ja, von der Geburt. Ja, da ist sie. Clara und ihr Partner Wiston kommen mit Baby Lioba ins Geburtshaus, um die Geburtsbilder anzuschauen. Ich nehme einmal. Wie werden sie auf die Bilder reagieren? Bis zum letzten Moment hat Clara gebangt, ob Wiston dabei sein kann. Ja. Ich hatte so Angst, dass er trotzdem aus irgendeinem Grund nicht in die Europäische Union reingelassen wird. Wir haben einen Flug gebucht, der über Madrid geht. Also es gibt keinen Direktflug von Ecuador nach Deutschland. Und dann haben wir extra einen gebucht, der über Madrid geht, damit er in Spanien einreist, wo er sich wenigstens verständigen kann. Und ich habe wirklich kaum schlafen können und habe gedacht, irgendwas muss doch jetzt noch schief gehen. Habe die ganze Zeit auf mein Handy geguckt und auf eine schlechte Nachricht gewartet. Aber es kam keine. Es war irgendwie total komisch, dass nichts Schlimmes passiert ist, weil ich mich schon so dran gewöhnt habe, dass einem so Steine in den Weg gelegt werden. Aber dann mit einem Mal war er da und alles war gut. Al parecer me estaba esperando porque luego de unos días se puso muy inquieta y decidió salir. Er sagt, er glaubt, sie hat auf ihn gewartet, weil sie dann erst nach ein paar Tagen plötzlich angefangen hat. Ich glaube das auch. So. Isabel hat eine Präsentation vorbereitet. Thank you.
glaube ich, einer der Momente, wo ich so zu ihr gesagt habe, ich habe Angst. Pasaron muchas cosas ese día. Pensé en muchas cosas también sobre mí y mi vida y es un inicio para ella y solo es muy lindo, fue muy lindo. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, aber er hat gesagt, es kamen halt auch die Gefühle total wieder hoch und an dem Tag hat er mich so leiden sehen und hat sich, glaube ich, da so ein bisschen, ja, halt auch, also voll mitgefühlt, zum Teil zwischendurch hilflos gefühlt, aber ich glaube auch, ja, eben total berührt, dass er das miterleben konnte und dass es eben was wahnsinnig Besonderes ist, der Anfang von einem, von was total Großem und dass es total schön war, da dabei zu sein und ja, daran erinnert, also das kommt halt alles hoch, wenn man das so sieht. Ein paar Tage später ist es auch bei Luise soweit. Die Wehen setzen ein. Ihr Partner bringt sie ins Geburtshaus. Ihre Hebamme Delia bereitet alles vor. Jede Familie wird von einem Viererteam von Hebammen über die gesamte Zeit begleitet, sodass sicher ist, bei der Geburt ist auf jeden Fall eine vertraute Person dabei. Delia stellt sich auf eine lange Nacht ein. Doch am nächsten Morgen, Luise und ihr Partner sind nicht mehr da. Sie hat sich dafür entschieden, verlegt zu werden. Genau, heute in den frühen Morgenstunden ist die Luise einfach in Ruhe im Privat-PKW in die Klinik umgezogen. Es ist natürlich so, dass bei den erstgebärenden Frauen das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Geburtsprozess sehr lange dauert, über mehrere Nächte hinweg, viele, viele Stunden, diese Wahrscheinlichkeit ist einfach größer. Und das führt dann dazu, dass die Verlegungsrate bei Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, etwas höher ist oder etwas größer ist als bei Frauen, die ihr zweites, drittes oder jedes weitere Kind bekommen. Und das war jetzt eben bei der Luise der Fall. Isabella hat ihren letzten Vorsorgetermin vor der Geburt. Jede werdende Mutter plagen andere Sorgen. Ja. Mach dir doch einfach mal bequem und wir schauen am Ende. Isabella hat ja bereits ein 2-jähriges Töchterchen. Ihre erste Geburt verlief so schnell, dass sie davon ziemlich überwältigt war und es damals kaum rechtzeitig ins Geburtshaus geschafft hat. Jetzt die letzten beiden Tage hatte ich eigentlich nicht mehr das Gefühl, dass da noch so viel passieren würde. Wie wird es diesmal sein? Angezogen. Eins auf jeden Fall. Ja. Schön. Okay. Und bewegt sich auf jeden Fall rege unter den Händen. Bereit? Mhm. Isabella hat Angst, dass es notgedrungen auf eine Hausgeburt hinauslaufen könnte. Und darauf ist sie innerlich noch nicht so ganz vorbereitet. Schon einwandfrei. Keine Beanstandungen. Das macht die Aufregung jetzt beim zweiten Mal noch größer, weil sie ja grundsätzlich schon so die grundsätzlich wohl schon so ist, dass auch bei der zweiten Geburt es noch mal schneller gehen kann. Das muss nicht sein, kann aber sein. Und auf diese Option bereite ich mich halt in meinem Kopf vor, dass es wirklich sein kann, okay, dass ich auch vielleicht so präsent sein muss, zu sagen, okay, jetzt gehe ich den Weg einfach, mache ich den Weg nicht mehr, jetzt bleibe ich hier, es macht keinen Sinn mehr und das dann auch am Telefon kommuniziere. Das sind eigentlich, darauf beschränken sich gerade meine Gedanken.
Wird es eine Hausgeburt geben? Auch dann wäre Sarah an der Seite von Isabella. Ein Jahr ist um. Die Liste der Kinder, die im Geburtshaus zur Welt kamen, wird immer länger. Das Team denkt über eine Erweiterung nach. Direkt neben ihren Räumen gibt's noch mehr Platz anzumieten. Wieder rechnen, planen, umbauen. Und natürlich die große, große Frage, die ich ganz persönlich mir stelle, ist, ob ich noch mehr Nerv habe auf einen Umbau. Da wir einfach bei dem großen Umbau oder der Errichtung des Geburtshauses relativ viele Nerven auch bei den Bau- und Umbauarbeiten gelassen haben. Aber so wie ich mich selber kenne, gehe ich davon aus, dass ich das machen werde. Oder wir als Team das auch noch mal auf uns nehmen können. Das Geburtshaus. Kaum gegründet, soll es schon wachsen. Luise kommt mit ihrem kleinen Sohn zur Geburtsnachbesprechung. Letztlich brauchte sie sogar einen Kaiserschnitt wegen einer sehr seltenen Komplikation. Aber jetzt geht's allen gut. Kleine. Ja, wie geht's euch? Sehr gut. Dankeschön. Das freut uns sehr. Ja. Genau, also es ist gar nicht jetzt heute so krass. Ja. Aber trotzdem ist es. Ja, das habe ich schon mehrmals erlebt bei diesen Geburtsnachgesprächen, wenn die Frauen dann wieder ihre Gebärräume sehen und die Emotionen nochmal hochkommen. Das ist schon nochmal ein ganz besonderes. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Aber das Gefühl der Freude überwiegt, oder ist auf jeden Fall das größte Gefühl, das stärkste Gefühl, ja. Ihr spezielles Problem war vorher nicht erkennbar. Weder bei den ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen noch durch die Hebammen. Luise ist versöhnt mit der Situation. Sie hat selbst entschieden. Und das war richtig. Mutter und Sohn sind wohlauf. Letztendlich ist der Kleine dann via Bauchgeburt auf die Welt gekommen. Und ja, während der OP wurde quasi auch, oder haben die Ärztinnen und Hebammen gesehen, dass er so schief lag, dass er gar nicht vaginal geboren hätte werden können. Ja, was mich in meiner Intuition, die ich quasi ein paar Stunden vorher hatte, sehr bestärkt hat, dass es eine gute Entscheidung war, so selbstbestimmt ja, das Geburtshaus zu verlassen. Wenige Tage später ist auch das Töchterchen von Isabella und Florian da. Auch diesmal ging es wieder sehr schnell. Aber sie haben es noch ins Geburtshaus geschafft. Und das Paar ist froh, sich für diesen Ort entschieden zu haben. Ja, bei der Nathalie Mack. Ja. Ein arbeitsreiches Jahr ist um. Planungssitzungen für die kommenden Monate. Die Hebammen haben reichlich zu tun. Ihr langer Kampf für ein Geburtshaus in Freiburg hat sich gelohnt. Ich würde dein Wochenbett übernehmen, was weiß ich, und ich melde mich. Ah, da hätte ich aber jemand. Ja, wenn wir Richtung Merzhausen, Witten aus Sölden haben, können wir die Simone Caraba auch anfragen. Wir können total glücklich und zufrieden mit uns auch auf das letzte Jahr zurückblicken. Wir haben insgesamt 87 Geburten hier im Geburtshaus gefeiert, plus 4 Hausgeburten, die wir auch noch mitbetreut haben. Und ja, wir freuen uns einfach, dass das Geburtshaus gut angenommen wird und für viele Familien und Frauen und auch eben für uns Hebammen einfach ein Glücksort geworden ist. Das Team idealistischer Frauen hat seine Vision wahr werden lassen. Mit Leidenschaft und Kampfgeist hat es das Geburtshaus Freiburg geschaffen. Einen Ort, der Mut macht. Einen Ort, an dem das Leben gut und beschützt beginnen darf.